Genießen noch den Tag. Es ist wunderschön, wenn wir uns freuen, dass wir zusammen sind. Auch wenn oft so viel über uns hereinbricht. Ob das in der Familie ist oder ob das in der Politik ist oder ob das Erdbeben sind. Es ist immer wieder unsere Aufgabe, aufzustehen und zu sagen, wir sind in unserem Herzen trotzdem Menschen. Genauso wie der Vater es so schön gesagt hat. Was macht uns wirklich zu Menschen? Vielleicht einfach mal die Perspektive wechseln und sagen, nein, wir sagen jetzt mal ja zum Leben. Und dazu gehört auch, dass wir einander die Hände reichen. Ich sage immer so schön, dass wir weggehen von einer Ellenbogengesellschaft hin zu einer Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig die Hände reichen. Und heute ist schon ein wunderbarer Tag dafür, dass das funktioniert. Du bist ich. Ergibt nicht weniger. Wir werden nicht weniger als Menschen, wenn wir uns zusammentun. Sondern im besten Fall ergibt du plus ich.
Dankeschön für euer Ohr. Ich höre uns wieder in die Musik.